Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, in Ellengrad. Ja, weiter geht's mit Silage. Das haben wir noch. Das sieht aber leer. Denn die soll ja im Frühling das nächste, die nächste Lieferung rein, ne? Also Gras oder na, Mais eher nicht, aber erstmal Gras. Und erst im Schluss. Und wenn das die Maisernte ansteht, dann würde ich auch hier erst freilassen zum Mais, für Maislage. Aber da muss ich noch alles bestellen. Das geht im Januar nicht. Stromgenerator lief im Strom. Ja, morgen ist Sonntag und dann eine Woche noch, da habe ich Urlaub. Stand heute in der Aufnahme. Dann hier wäre jetzt Dienstag. Und schön Wochenstart. Ja, der Urlaub wohlverdient. Ist ja schon angedroht worden, ich muss ein Baby schon machen. Mal schauen. Im Grunde bin ich froh, wenn Arbeit da ist. Ne? Muss man zu sagen, wenn ich beschweren. Die Firma zahlt. Sieht ja schon ganz gut aus. Da gibt es nichts zu meckern. Aber Samstag Arbeit und so, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Aber so mal eine Stunde länger machen, so, das geht schon. Ja, sobald wie möglich Steine sammeln lassen, sobald der Schnee weg ist und das Frühling da ist. Und dann die Aussaat für Mais vorbereiten. Ne? Bleiben wir mal kalken, mal sehen. Das soll auch nicht weiter stören. Fräse wäre nicht schlecht, aber das funktioniert auch nicht so perfekt. Nee. Der LKW ist voll. Geht alles rein hier. Angezeigt werden kann mit Verwehung. Naja, was erwartet uns alles? Ja, Nummer unbekannt. Große Zahl. Das weiß keiner. Ob es alle zwei Jahre jetzt wieder kommt oder alle drei. Ich meine, alle drei hat sie auch gemacht, ne? Und wiederum ist es so, maschinentechnisch und so kann man ja nicht viel erweitern. Das ist man eine Grenze, aber halt. Das
alt, nicht mehr so große Möglichkeiten. Die großen Marken haben wir mehr oder weniger. Ja, die Maps, ja, gut. Also die Mod-Maps am besten. Das ist leider so. Für mich sind eigentlich wäre für mich im Prinzip am Anfang eine Vielfachkarte. Und da ist es egal, wo es rein sein, wo es ist. Ob nun sich hier Australien oder so, ne? Wurscht. Staaten oder auch Russland oder Ukraine zum Beispiel, ist ja auch Nachbarschaft stark geprägt. Aber da wäre halt eine Vierfachkarte vom Logischen her und der Größe her sinnvoll, ne? Aber ich glaube, es geht bei den Konsolen nicht. Aufgrund der Leistung, die sie dann nicht haben. Ich meine, ich kann das alles verstehen, dass die auch Konsolenspieler bedienen wollen. Das ist ja auch ein Markt, kann man sagen. Nicht? Und es ist ja für alle am Ende billiger, wenn man halt ja, jeden Verkaufspotenzial nutzen würde. Ne? Wird oder ja, würde. Das macht es ja im Ganzen am Ende billiger. Also profitabler. Dann müssten sie ja theoretisch, wenn sie das auf PC machen würden, den Preis ja nach oben anpassen, weil dann viele andere Käufer da nicht da wären. Ne? Aber gut. Das hat ja auch wahrscheinlich Catalog Copstick nicht gebrochen, dass sie da praktisch Käufer nicht gern gefunden haben. Zur Neueröffnung kam da auch viele, gerade Corona war, die Läden dicht waren. Ja, gut, da hat es den Käufer, sag mal, die jetzt gerne noch Original CD oder DVD kaufen. Ne? Ich persönlich kaufe über Steam, schon seit langen Jahren schon. Bin mit dem ganz zufrieden. Der Methode. Ich kann ja immer ohne Probleme von Rechner zu Rechner springen und da wieder installieren, ne? Und sogar denselben Spielstand nehmen. Ne? Muss halt nur die Mods haben, ne? Sonst ist ja mehr Fehlpass. Aber sieht gut aus. Oh, wir haben schon Millionen verdient. Dank der BGA. BGA verdient viel Geld. Dank der guten Förderung vom Staat. Das darf man auch nicht vergessen. So als geschützte Preise. Garantierte Preise, die ersten zwei. Aber ich bin eher der Meinung, man sollte keine Dinge verfüttern, die man hat. Tiere auch essen können. Ne? Das macht eigentlich unser Misthaufen. Rügen habe ich ja keine mehr. Die waren ja gleich alle. Deswegen größeres Rügenfeld wäre auch nicht schlecht. Ein Rügenlager wäre auch nicht schlecht. Einer sagt zu den Bankstern, zu den
zu den Bankern, Gangster, Bankster. Was auch teilweise zutrifft. Mal für, nicht für die Angestellten, sondern für das System. Die Angestellten sind ja, denke ich mal, oft auch selber. Die das nicht ganz verstehen, kann man nicht sagen, aber halt nicht so durchschauen, kann man sagen. Ja. So, kommen wir gleich mal zum Misthaufen. Das wär's, ne? Man müsste prinzipiell in die Kühe. Man in Silage auch für Kühe verteilen konnte. Aber deswegen haben sie vielleicht das nicht gemacht, weil der Vermieter verteilt ja, also der Bunker verteilt ja, dann kriegen die Kühe automatisch auch Futter theoretisch. Also hier haben wir eigentlich keinen Schneebäume mehr hier. Da gibt es irgendwie eine Taube, mal sehen. Taube da alles weg. Hoffe, ihr habt mal alle reichlich Heizmaterial vom Winter. Ich muss mal überlegen, was ich im Notfall machen werde, wenn ich eine Petroleumheizung zulege. Im Fall des Feldes, falls auch Strom ausfällt, das kann ja auch passieren. Da werde ich mal einige Räume nicht mehr heizen. So, nur noch die notwendigen. Wie Bad zum Beispiel. Den Raum, wo ich sitze. Mit Flur und Schlafschau nie geheizt. Weil die Wärme verteilt sich ja eh automatisch. Überall. Wenn die Türen offen sind, ne? Weil die Autos ja ein bisschen mehr achten. Obwohl Badtüren allgemein im Winter immer zu, weil da ist der wärmste Raum einfach in der Heizung her. Wenn ich eine Firma duschen würde, kann ich das dann auch entsprechen. Ausschau. Die Option habe ich auch noch, das ist ganz gut. Ab nächstes Jahr, Chefsjahr, ne? So, kommt man gleich nach Misthaufen nach. Tiefenlocker steht noch da. Ja, ich soll Stau, ne? Die Anzeige ist dürfte da unten mit 8 Kamera. Digitalanzeige. Von Auto? Da war, ne? Herrlich, was weiß es, ne? Schön sauber. Da könnte ich mir auch noch einen großen Anhänger kaufen für den Verkauf. Ah, hey. Habe ich da Anhänger so steht gehabt? Das ist irgendwann sehe ich mal Traktor suchen. Und den finden wir auch. Ich schieb sie mal ein bisschen rein.
Vielleicht mal jemand gegengefahren. Ja, da stehen die da, die KI, ne? Und weiß nicht weiter. Im Hemdsärmel hier so. Ach nee, lass sie doch mal stehen. Und weiter frieren. Licht geht an. Ja, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sage dann mal schönen Dank, dass ihr reinschauen. Dann mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Elgard, Mist zur BGA fahren. Die Nacht nur kurz vorspulen. Bis gleich. Tschüss.